Einen wunderschönen guten Abend, ich bin Pascal von Finance Coach und ich begrüße euch zum heutigen Live-Marktgespräch und an meiner Seite ist natürlich wieder Mirko. Schönen guten Abend, Mirko. Hallo Pascal und hallo in die Runde. Naja, heute ist ja wieder der spannende Donnerstag. Es ging ja teilweise doch mal kurz heftig runter, aber zurzeit schaut es so aus, als wenn sich wieder alles schön beruhigt. Im Chat wird schon geschrieben, mal hören, was die zwei Weisen aus dem Morgenland zu berichten haben. Siehst du mal, was wir schon für einen Status haben, Mirko. Auf jeden Fall ist Ja. heute wieder Donnerstag, einer der spannendsten Tage der Woche, wie immer. Ich meine, allein wenn ich mir heute mal die Indizes anschaue, was die wieder für eine Bewegung hatten im Nasdaq heute, das ist ja wieder fantastisch, wo wir auch gedreht haben, an welchen Levels, unglaublich. Aber gucken wir uns alles nach der Reihe an. Ja, ich würde sagen, du darfst anfangen. In der Zeit suche ich nochmal unseren Disclaimer raus. Ich habe ihn jetzt hier auf dem anderen Bildschirm liegen, aber gleich haben wir ihn. Öffne ich den schon mal zuerst, dass wir es nachher nicht vergessen. Haftungsausschluss und Risikohinweis, wie immer, ja, gehört auf die andere Seite. So, Haftungsausschluss und Risikohinweis, wie immer, vorweg, dass ihr schon mal wisst, hier auf dem Bildschirm. Kriegen wir es hin? Ja, sobald OBS soweit ist, müsste es auch angezeigt werden. Müssen wir nochmal gucken. Irgendwie ist es noch schwarz. Es will noch nicht recht. Ja, was ist heute wieder los mit dem OBS? Ich weiß es nicht. Jetzt ist er da. Prima. Ja, dauert Gut manchmal ein Ding will bisschen. Weile haben. Dauert manchmal ein bisschen. Wie an der Börse, ja? Man braucht ein bisschen Geduld. Hier in der Börse. Also, Haftungsausschluss Brauchst und nur die Idee. Risikohinweis. Und ihr wisst es ja schon, die regelmäßig zuschauen. Wir handeln ein Echtgelddepot, wir besprechen hier Echtgeld-Trades, manchmal auch ein paar Trades, die wir auf unseren privaten Konten haben. Und wie immer gilt, jeder handelt für sich selbst, jeder muss seine eigenen Risiken kennen und ist selbst dafür verantwortlich für das, was er tut und muss eben wissen, wie viel Risiko sein eigenes Depot verträgt. Wir haften hier jedenfalls für nichts. Okay, dann darf ich direkt an dich übergeben, Mirko, dass du uns mal wieder zeigst, was der Markt wieder Schönes gemacht hat die letzte Woche. Seit unserem letzten Marktgespräch. Gut, dann würde ich sagen, vielleicht ist mein Bildschirm schon geteilt, Pascal. Noch sehe ich ihn nicht. Dann teile ich ihn doch mal, ne? Ja. Silent Beginn. Chaka, ja, Jetzt sehen wir was. jetzt sollte der Bildschirm da sein. Jetzt mache ich, schiebe ich dich mal hier unten in die. Ach, es geht auch so. Super. Ja, was wir sehen, ist halt schon interessant. Also der WIX kommt nicht so richtig runter. Wir haben jetzt noch 14 Tage bis zum Verfall. Ich gehe auch davon aus, dass sich es etwas beruhigt, aber trotzdem sind wir immer noch auf einem recht hohen Niveau im VIX, also dem Volatilitätsindex. Hier bei einer 30, also 29,20. Wir haben zwar die Backwardation als solche ja schon so gut wie verlassen, also wir sind zumindest bis Oktober schon wieder in der Contango, danach geht es abwärts. Also hier wird sich wahrscheinlich noch viel im Wahlkampf ergeben. Also die Marktteilnehmer rechnen schon mit einer gewissen Volatilität. Ihr kennt ja das, Trump gegen Biden. Naja, mal sehen, wer sich da durchsetzen kann. Interessant zu sehen, dass der VVIX, ich stimme immer zu, Alles ja, das, kaufen, bitte ja. kaufen. Ja, dass der VVIX auf alle Fälle von seinen Hochs von 130 deutlich gefallen ist. Und das ist zumindest ein Zeichen dafür, dass zumindest die Volatilität, also die Veränderung des VIX, etwas zurückgeht. Also dass sich das hier zumindest beruhigt, zwar noch auf hohem Level, aber man sagt, ab 130 oder 140 ist erst eine richtige Panik da. Hier ist es noch so, dass wir halt jetzt doch von diesen hohen, ich kann das ja mal mit einblenden, also von diesem hohen Level jetzt langsam etwas runterkommen. Wenn wir weiterschauen, sehen wir eigentlich nichts Besonderes. Der OVX, ja, den brauchen wir uns zurzeit gar nicht so anzugucken, weil der von der Konstruktion zurzeit ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Aber die Jungs haben das gut gekittet, hä, Pascal? Ja, Haben ordentlich, sie, ne? haben, nach, im Nachgang haben sie es wirklich gut gemacht und konnten halt den USO halt doch noch retten, ne? Ja, Volatilität im Gold. Gold ist halt weiter angezogen, also sportlich. Die 8030 oder 40 habe ich, glaube ich, gestern schon gesehen. Das ist schon beeindruckend. Also Gold nach wie vor auf Höhenflügen. Die Volatilität, gut,
gut, noch nicht übermäßig. Also wir haben hier noch schon Luft. Wir waren ja, ich glaube, vorige Woche mal bei 20, sind jetzt wieder ein bisschen runtergekommen. Also entweder die Marktteilnehmer gewöhnen sich an höhere Goldpreise oder er wird halt nicht mehr weiter steigen. Die Volatilität im Euro, also der Euro macht ja auch mal hoch, mal runter, also schwankt derzeit zwischen 1,1250 und 13 oder 1,14 sogar, ist auf alle Fälle sehr sportlich unterwegs. Trotzdem Volatilität noch im normalen Bereich, also im grünen Bereich, also hier brennt auf alle Fälle nichts an. Ja, Advanced Decline Line, die schauen wir uns mal an. Also hier sieht man schon, dass der S&P zumindest hier keine neuen Hochs mehr macht, was die Advanced Decline Line, was die Advanced Decline betrifft. Aber trotzdem sind wir ja noch auf einem hohen Niveau, wenn wir uns das nochmal etwas näher anschauen. Oh, ich muss hier noch die Werbeblocker irgendwann mal reinmachen, wenn man das darf. Muss ich erst mal gucken. Dann sehen wir schon, dass wir hier in dem Bereich das Hoch eigentlich nicht gehalten haben, also zumindest was die Advanced Decline betrifft, dass wir wieder runter sind, aber ich meine, hier hat man ein neues Hoch, vielleicht switchen wir hier wieder drüber und dann ist alles grün und dann kann der S&P auch noch weiter steigen. Zurzeit ein bisschen Schaukelmärkte, würde ich sagen. Dann, wenn wir uns weiterschauen, ich mache es deshalb ein bisschen schneller, ich wollte heute noch auf eine Frage eingehen, weil es gibt halt, ihr seht selber, es sieht wieder relativ grün aus, es gibt, also wir sind 6 Wochen über unserem 21er Moving Average im S&P, also auch die großen Indizes sehen nach wie vor gesund aus. Es passt auch, dass der XLU etwas abbaut, also gerade die Versorger werden doch ein bisschen zurückgedrängt. Bankensektor insgesamt schwach und natürlich auch Energy ist nach wie vor nicht das Gefragte. Ich meine, man fragt sich, wo der Wirtschaftsaufschwung in den USA herkommen soll. Aber es heißt ja nicht, dass der heute oder morgen kommt, sondern kann ja durchaus sein, die rechnen hier mit Jahre 2022, 2023. Klar, da profitieren jetzt sofort die Energieversorger überhaupt nicht, weil die profitieren ja erst, wenn die Maschine USA wieder richtig läuft. Dann konnten nichts feststellen, also keine weder Down-Days, Up-Days, war alles relativ durchwachsen, nichts Auffälliges. Wir hatten am 30.06., ich glaube, da hatten wir schon einen Akkumulationstag, aber ich glaube, das hat man schon im vorigen Marktgespräch besprochen. Volatilitäten sind halt auf relativ geringem Niveau, obwohl das, also die IVR zumindest, obwohl es ein bisschen täuscht, wir sind trotzdem noch auf einem recht hohen Volatilitätsniveau, hängt halt ganz einfach damit zusammen, dass im März halt die Märkte doch ein bisschen eingebrochen sind, die Volatilität auf Höhen geschossen ist und das verfälscht jetzt so ein bisschen unseren IVR. Das ist ja ein ganz einfacher Oszillator, der halt unterscheidet zwischen 100% und 0 und so wird halt die IVR gebildet und klar, wenn ich da einen sehr hohen Wert drinne habe, dann verfälscht er natürlich mein Bild. Also das ist natürlich klar, da schaut man dann lieber auf die IVP und die ist immer noch bei 80, 85 im S&P und das sind schon noch relativ hohe Werte. Ja, sonst gibt es von der Sache her nicht viel zu sagen. Es sieht grün aus und jetzt kam letztens eine Frage oder eine Frage, da ging es darum, dass, vielleicht kann ich es mal kurz vorlesen, also wir lesen uns auch die Beiträge, die ihr schreibt, wirklich durch, ne? Der rechte Strich von der V-Ordnung ist bei eurer Depotentwicklung nicht vorhanden. Ja, richtig. Habt ihr das analysiert? Ja, haben wir auch analysiert und sogar kommuniziert in so einem Marktgespräch. Machen wir ja immer. Und dann Mirko macht für mich den Eindruck beim Vorlesen dass der Morgenroutine, dass er einen Grund sucht, nicht zu investieren. Und das ist eine ganz tolle Frage. Also erstens haben wir es versäumt und wir haben das V nicht mitgemacht. Gell, Pascal? Ja, kann man so sagen. Hat ja jeder gesehen, der das Marktgespräch verfolgt. Ja. Wir waren auf der falschen Seite unterwegs, also erst in der einen Richtung und dann in der anderen Richtung und das hat uns halt ein bisschen Performance gekostet und dazu stehen wir auch. Das war unser Fehler in Anführungszeichen, weil wir haben einen Vorteil, unser Konto gibt's noch. Also ich kenne andere Kollegen, da gibt's halt
manche konnten nicht mehr, leider. Und klar, wir haben es analysiert und wir haben halt festgestellt, dass wir halt auf der einen Seite zu lange an unserem Long festgehalten haben, also dass die Optionen schon durch die hohe Volatilität eigentlich gegen uns gelaufen sind. Wir haben trotzdem gerollt, haben gedacht, wir können das managen, sind dann aber trotzdem unter Druck gekommen, weil ganz einfach zwar die Kurse dann gestiegen sind, aber dass die Volatilität nicht so schnell gefallen, so dass wir halt die Position dann schließen mussten und konnten den Verlust halt nicht wieder reinholen. Aber unser Konto gibt es zumindest noch. Und hier muss man halt aufpassen, Morgenroutine, was soll denn so eine Morgenroutine bringen? Ist es ein Hilfsmittel für einen Investor? Nee, weil ganz einfach so ein Investor, der braucht sich die Märkte ja nicht jeden Tag anzuschauen, sondern wir machen das ja auf Grundlage eines Optionshändlers. Also einer, der halt im Stillhaltergeschäft Geld verdient und der hat in der Regel einen Zeithorizont von 30 bis 40 Tagen. Und das möchte ich auch nicht als Investieren bezeichnen, sondern ich möchte es eher als Trading oder als Stillhaltergeschäft bezeichnen. Und wenn ich die Morgenroutine mache, dann ist es auch immer ganz wichtig, dass der Zuhörer genau weiß, auf welchen Zeithorizont bezieht sich denn diese Analyse. Es gibt wahnsinnig viele Analysten, die hier Tesla 4000 und Amazon 10.000 oder was auch immer oder Bitcoin 100.000 sprechen. Ja, aber die sagen ja alle nicht die Zeit dazu. Also die Analysen, die ich mache mit der Routine oder ich versuche zu analysieren, wie wird sich der Markt in den nächsten 30 bis 50 Tagen entwickeln? Weil wir verkaufen natürlich ganz normale Standardoptionen, 45 Tage Restlaufzeit bei einem Delta 16, also an der ersten Standardabweichung. Und die sind in der Regel nach 22 Tagen durch. So. Und jetzt geht es darum, den Grund, dass ich einen Grund suche, nicht zu investieren. Nein, suche ich natürlich nicht. Ich hätte schon gern Lust zu investieren. Also ich hätte gern Lust, wieder voll im Short-Put oder Vola-Put-System einzusteigen. Ich habe aber ein paar Probleme. Und zwar, ich habe ein Regelwerk. Und das Regelwerk sagt mir halt, WIX über 20, da sollte ich etwas vorsichtig sein. Dann hat man die ganzen Tage den VVIX über 130. Ja, muss ich ganz einfach vorsichtig sein, weil ganz einfach die Schwankungsbreite hält meine Standardabweichung nicht. Das heißt, ich kann dann wirklich nur verkaufen, ich muss wirklich nach Spitze der Volatilität verkaufen, wenn die Gaußsche Glockenkurve sich so richtig breit gezogen hat, dann könnte ich Optionen verkaufen, aber ich habe da echt ein Timing-Problem, weil man weiß ja nie, wann die Kurve halt am breitesten gezogen ist. Und diese Schwankungsbreite hält halt mein Delta 16 zurzeit nicht aus, ich kann es nicht ändern. Dann muss man ja auch mal überlegen, warum macht man die Morgenroutine, was will man denn da überhaupt sehen? Will ich da grüne Farben sehen oder rote Farben oder sonstiges, sondern was interessiert mich? Mich interessiert ja eigentlich, was ist passiert? Welche Marktteilnehmer sind dann sehe ich auf alle Fälle, dass das einzige Mal, wo wir ordentliche Put-Call-Ratios hatten. Historical Daten, genau. Das war eigentlich. Ach, Equity Put-Call-Ratio. Total Put-Call-Ratio. Ah, passt nicht so richtig. Aber auch in dem Bereich hatten wir Put-Call-Ratios von 1,14 oder 1,6 sogar an dem Tag, an dem der S&P. Und hat schon wieder gut gefangen. An denen der S&P hier unten war, in dem Bereich. So, und jetzt rennt der Markt die ganze Zeit nach oben und wir haben die ganze Zeit Put-Call-Ratios 0,7, 0,8. Hier hat man, glaube ich, mal in dem Bereich, wo es wirklich ein bisschen runtergegangen, hat man mal eine 0,9 oder 1,08 war so die Grenze. Also hier kaufen Marktteilnehmer sich in den Markt ein, ohne ihre Position abzusichern. Jetzt ist ja die Frage, wer macht das? Die großen Instis können es nicht machen, weil die ganz einfach eine gewisse Verantwortung ihren Kunden gegenüber haben. Also die können nicht ungeschützt in die Märkte gehen. Also wenn die hier so ein Ding spielen, dann sind die auf alle Fälle diejenigen, die ihre Position erstmal absichern, bevor die wissen, wo die Reise hingeht.
Dann haben wir natürlich eine extreme Positionierung der Commercials hier. Das heißt, die sind so long positioniert, dass die irgendwann auch mal wieder ihre Position abbauen müssen. Und spätestens dann, wenn feststeht, dass halt Corona vielleicht doch noch nicht überstanden wird, ist und vielleicht die Sache sich noch ein bisschen hinauszögert, weil da müssen die ganz einfach erstmal Positionen abbauen, gucken, was der Markt verträgt, damit sie dann wieder stützen können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Finvis die Grafik hier unten erweitert, damit mit die Commercials noch mehr hatchen können. Also wer passt insgesamt vom Bild nicht. Und das ist der Grund, warum ich sage, okay, kurzfristig kann man sicherlich den einen oder anderen Trade machen. Und toi, 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 herzlichen Glückwunsch, wer hier unten eingestiegen ist und hat es laufen lassen. Also hat nicht jetzt gesagt, oh, bei 20% oder so oder bei 10% Gewinn nehme ich schon wieder alles vom Tisch. Weil es gibt ja sehr, sehr wenige, die dann halt wirklich von hier unten bis hier oben drin geblieben sind. Das darf man ja auch nicht vergessen. Sondern die haben halt hier die Strecke mitgemacht, dann fällt der Kurs ein bisschen, dann gehen sie wieder raus, dann steigen sie hier unterwegs mal wieder ein. Und trotzdem herzlichen Glückwunsch, wenn hier einer wirklich hier unten gekauft hat und hier und jetzt auf dicken, fetten Gewinnen sitzt. Uns ist es leider nicht gelungen. Und es passt auch insgesamt nicht das Bild, weil ich brauche halt große Marktteilnehmer, die hier spielen, weil das ist ja mein, wie soll ich das sagen, Pascal? Das sind ja das starke Boot oder da, wo ich mich wohlfühle, wo ich weiß, wenn die den Weg lang gehen und es kommt eine Böe, dann haut es die nicht gleich um. Derzeit sind die alle mit so kleinen Faltbooten oder ich sehe es beim Bootfahren immer hier so mit so einem Stand-up-Paddle unterwegs und versuchen dort auf der Fahrrinne über den See zu paddeln. Und wenn dann wirklich mal ein großer Dampfer kommt, dann kommt ihr Stand-up-Paddle ganz schön ins Wanken und die werden halt nass. Dann geht einer baden. Und da bin ich mal gespannt, wie Ja. dann die Put-Call-Ratios aussehen, wenn die sich ganz So. plötzlich absichern müssen. Und die andere Sache ist, wenn die Retailer oder gerade die Robin Hood, wenn man jetzt sagt, okay, da sind 3 oder 4 Millionen neue Trader dazugekommen und jeder hat nur, weiß nicht, 10.000 Dollar Konto oder lass es 1.000 Dollar sind, dann sind das Summen, weil ich hab ehrlich gesagt immer nicht verstanden, wie die Retailer den Markt so beeinflussen können. Aber schaut doch auch mal auf die Liquidität. Schaut euch an hier. Da ist nichts da. Also da sind kaum große Akteure da. Da ist kaum Volumen da. Und das ist die letzten Tage und Wochen, dimpeln wir hier bei so einem niedrigen Volumen hin. Also wir haben kaum richtige Liquidität. Was mir auch zeigt, es sind nicht die Großen, die zurzeit am Spiel sind. Und ich gehe schon davon aus, dass die halt hergehen und mal gucken, wie lang das Spiel geht. Und wir wissen nicht, wie weit der Markt ganz einfach noch laufen kann, ob der hier ein neues Hoch macht oder vielleicht sogar bis 3,6, 3,8 geht, kann durchaus möglich sein. Aber irgendwann, weiß ich, ist die Rallye vorbei. Und da möchte ich nicht dabei sein, weil wenn die Retailer die ganze Zeit gekauft haben und dann plötzlich kein Geld mehr oder keine Lust mehr haben zu kaufen, und die Kurse fallen, dann müssen die verkaufen. Wer soll es denn kaufen, die ganzen Sachen, wenn keiner mehr da ist? Und das sehe ich zurzeit ein bisschen problematisch. Sicherlich ist wahnsinnig viel Geld in die Märkte geflossen. Also die Fed hat da einen tollen Job gemacht. Aber wenn ich sehe, was Gold macht und was selbst die Bonds machen, wie die gestiegen sind und die Aktienmärkte, ja, irgendwann muss die Luft mal wieder raus, weil so ein Markt, der kann ja nicht immer nur einatmen, da muss ja auch mal ausatmen. Und wir haben die Sache hier gesehen, wie schnell das gehen kann. Und ich denke nach wie vor sehr vorsichtig sein und lieber mal einen Schritt zurück machen und sagen, okay, wenn ich jetzt mal einen kleinen Verlust habe, ich gehe jetzt nicht mit vollem Risiko rein und versuche das wieder rauszukriegen, sondern langsam und stetig kann man schon den C
wagen, also den Zeh ins Wasser stecken, aber immer auf die Positionsgröße achten. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich einen Grund sehe zu investieren. Ich würde es ja gern investieren und ihr werdet lachen. Ich habe sogar ein Langfristinvestment. Das ist ein Sparplan und da geht jeden Monat ein gewisser Betrag rein und das läuft nach wie vor. Aber das gucke ich mir nicht jeden Tag an. Und für das Ding mache ich ja keine Morgenroutine. Ist mir ja wurscht. Es sei denn, ich sehe wirklich mal, dass es deutlich fällt, dann kann ich noch schnell ein Hedge aufbauen. Obwohl es dann meist auch schon zu spät ist. Du hast die Frage schon beantwortet, bevor du sie gehört hast. Das hat nämlich der Nils gefragt. Handelt ihr nur Optionen oder seid ihr auch in Klammern langfristig in Aktien und ETFs investiert? Also du hast ja schon gesagt, eben privat bist du das auf jeden Fall. Auf unserem kleinen Konto, was wir hier zeigen, sehen wir das natürlich nicht. Sonst würde ja da gar nichts passieren. Also so passiert ja auch schon einiges. Aber wenn wir einfach nur Buy and Hold machen würden, wäre das ja relativ unspannend bei einem kleinen Konto, weil du ja dann nur Mini-Positionen hättest und nicht ständig umschichtest. Deshalb würde das ja wenig Sinn ergeben, das dann zu zeigen. Der Nils hat auch noch gesagt, das mit den Analysten, da stimmt er dir zu. Die geben täglich irgendwelche Kursziele raus, sagen aber nie, wann diese Kursziele voraussichtlich erreicht werden. Also irgendwie sinnlos das Ganze. Ja, die andere Sache ist, die Analysten oder diejenigen, die Kursziele rausbringen, die dürfen eigentlich gar nichts sagen. Also weil es dürfen, wie soll ich sagen, also die richtig handeln, die dürfen keine Auskünfte geben über irgendwelche Erwartungen oder sonstiges, sonst können ja nur dann die Praktikanten oder die halt nichts direkt mit dem Handel zu tun haben, die geben dann immer solche lustigen Ziele raus. Sicherlich, klar, funktioniert es, aber das ist immer plus 10% und dann ist wieder alles toll. Dann sollte natürlich ein Vermögensaufbau nie nur auf Aktien beruhen oder dass ich halt sage, ich nehme mein ganzes Geld und schmeiß das in den Topf rein und fange hier an und kaufe Aktien und werde reich mit Dividenden und was nicht alles für tolle Strategien gibt, sondern es sollte schon mehr aufgebaut sein. Bei mir ist es so, dass sehr viel in Immobilien Aktien und andere Sachwerte sind, wo eigentlich dieses Trading-Konto jetzt nicht mein größter Posten ist, wo ich jetzt sage, dass ich da alles drin habe, weil man weiß ja nie, wie es kommt. Aber investieren und traden, das sind zwei verschiedene Schuhe. Und wer am Discord ab und zu mal zuhört, also ich würde mir wünschen, dass ich halt investieren könnte, weil dann bräuchte ich mich nicht jeden Tag vor einen Rechner zu setzen und hier eine Morgenroutine machen, sondern ich würde ganz einfach beim günstigsten Preis, wenn gar keiner mehr kaufen möchte, würde ich gern einsammeln. Und dann würde ich es halt auch mal laufen lassen. Klar, aber leider sind wir da noch nicht, Pascal. Ja, der Raphael schreibt gerade, er würde mal gerne den Analysten sehen, der seine Analyse selbst handelt. Ist halt sehr witzig, weil es gibt ja eigentlich zwei Arten von Analysten. Einmal die intern für die Bank die Analysen machen. Also die haben ja auch ihre eigenen Analysten, ja, die intern auch die Risikoposition irgendwie managen müssen und so weiter, da brauchen die auch Analysen. Und dann gibt es die Analysten, die von denen gar nichts wissen und auch von den internen Prozessen eigentlich nichts wissen dürfen, ja, weil da ja sozusagen eine chinesische Mauer dazwischen ist. Und die machen rein Analysen für die Öffentlichkeit. Das ist ja eigentlich eine Werbemaßnahme, wo eigentlich die Bank nur für sich wirbt, damit sie wieder in der Presse steht und sagt, der Analyst von der Bank XYZ hat jetzt ein Kursziel für die Tesla-Aktie meinetwegen rausgegeben und das ist jetzt nochmal höher, als alle anderen hier Analysten erwarten, ja. Und schon ist das halt wieder publik und die Bank steht wieder in der Presse. Darum geht es eigentlich nur damit. Das hat für die Bank selbst eigentlich nicht den Zweck, das zu handeln, weil die halt wiederum, wie gesagt, andere Analysten haben, die sich auch auf ganz andere Informationen stürzen können, die ja natürlich auch berücksichtigen müssen, ob die Bank diese Aktie überhaupt handeln darf oder ob die da vielleicht in Fusionsgesprächen für diese Firma sind und deshalb da gar nicht involviert sein dürften zum Beispiel. Ja, das weiß der Analyst, der eben nach außen hin die Bewertung gibt, das weiß der alles gar nicht. Und deshalb muss man das auch immer unterscheiden, ja, dass solche Analysten, die könnten und dürften niemals ihre eigenen Analysen handeln, sowieso, also privat können sie es vielleicht machen, aber so können die das einfach nicht, ja. Also das ist was, wo wirklich eine Trennung da ist in der Bank. Und deshalb kann ich da auch immer nur schmunzeln, wenn dann einer kommt mit einem Bull-Case und Bear-Case, Tesla, Bear-Case, $10, Bull-Case, $4,000, ja, da lachst du dir halt einen ab, ja, weil klar, entweder das eine oder das andere, dass die Aktie stehen bleibt, ist halt relativ selten der Fall, zumindest bei der Aktie, ja, also, ja, Pino würde noch gerne wissen, wie viel Rendite ist denn realistisch mit einem 100.000er Konto im Monat?
Naja, Pino, das hängt ganz von dir ab, wie viel Risiko du gehen möchtest. Ich sage immer, nach oben gibt es keine Grenze. Du kannst das Konto verdoppeln, du kannst es verzehnfachen, du kannst es genauso schrotten, du kannst es auf Null fahren oder ins Negative fahren. Das sind keine Grenzen, ja. Bei einem Margin-Konto kannst du wirklich alles erreichen und das hängt nur davon ab, wie viel Risiko du bereit bist einzugehen. Und je mehr Risiko du gehst, desto mehr potenzielle Rendite erwartest du natürlich, aber desto eher hast du auch die Wahrscheinlichkeit, dass von dieser Rendite, von diesem Zielkorridor sozusagen, abgewichen wird und wir eben den Ausschlag in genau die andere Richtung haben. Wenn du halt das Ganze konservativer angehst, dann hast du zwar weniger Rendite, aber die halt vielleicht auch mit größerer Sicherheit, ja. Deshalb, das hängt ganz von einem selber ab, was man macht, ja. Viele sagen so, sie peilen 1 bis 2% im Monat an mit einem Optionsdepot, was durchaus möglich wäre mit einem 100.000er Konto. Wie konstant das halt ist, sei mal dahingestellt, hängt natürlich auch wieder von der Strategie ab und von der Marktsituation, was da eben möglich ist, ja. Aber Grenzen gibt es, wie gesagt, keine, ja. Das ist aber eine Frage, die sehr häufig gestellt wird von Anfängern. Ja, was ist denn da möglich im Optionsmarkt? Ja, das ist wie in jedem Markt. Das ist nicht von dem Instrument abhängig, was du machst, sondern von dem Risiko, das du eingehst mit deinem gesamten Depot. Und deshalb, ja, Grenzen gibt es keine. Man kann alles draus machen. Man kann es verzehnfachen oder verhundertfachen oder an die Wand fahren, alles verlieren. Und ich denke, wir haben in den letzten Monaten einiges gesehen und gehört, sowohl von verzehnfachen als auch an die Wand fahren. Und ich glaube, von letzteren haben wir mehr gehört. Zumindest in der ersten Phase, Februar, März, die dann eben diese letzte Phase gar nicht mehr mitmachen konnten. Sowieso habe ich jetzt nicht so viele gehört, die dann so mutig waren, da unten komplett zuzugreifen, diese verrückte Rallye mitzumachen. Eher sind die jetzt am Überlegen und sagen, jetzt ist mir es aber eigentlich auch schon zu teuer. Und ich sage immer, das ist nicht verkehrt, mal an der Seitenlinie zu stehen und zu sagen, ich gucke mir das Ganze einfach mal an und warte einfach wieder ab, weil zumindest kannst du nichts verlieren. Klar, du gewinnst auch nichts, dein Geld arbeitet nicht für dich, aber ich finde persönlich, sind die Bewertungsniveaus fundamental gesehen halt einfach wirklich übertrieben. Ja? Wir hatten schon eine Krise, klar, die ist vielleicht irgendwann wieder überwunden. Aber deshalb sind wir ja jetzt nicht besser aufgestellt als zuvor, ja. Die meisten Unternehmen haben ja trotzdem Einbußen gehabt, die sie nie wieder aufholen können, weil diese Zeit einfach vergangen ist und da gibt es eben keine Nachholeffekte in vielen Branchen. Und deshalb ist es auch schon unerklärlich, dass wir wieder nahe oder schon über den alten Allzeithoch sind von vor der Corona-Krise. Aber ja, warum die Kurse hochstehen, haben wir ja schon in den letzten Marktgesprächen ausreichend beleuchtet, was halt einfach an vielem billigen Geld liegt. Und ich denke, der Goldpreis zeigt uns das auch sehr gut an. Du hast ja schon gesagt, Mirko, dass der über 1800 Dollar steht und dass da einfach viele Marktteilnehmer erwarten, dass halt durch dieses billige Geld halt vielleicht auch mal eine Inflation entsteht und deshalb natürlich auch viel Geld in Gold fließt aktuell, zumal ja der Dollar ein bisschen geschwächelt hat in letzter Zeit. Ich glaube, über 1,13 standen wir jetzt zuletzt. Ja. Gut, in dem Sinne soll es das mit der Morgenroutine schon gewesen sein. Also nach wie vor, es sieht grün aus, aber ich bleibe vorsichtig. Ja, richtig so. Immer auf der Hut, lieber ein bisschen zu vorsichtig und nur einen kleinen Zeh im Markt haben, als den ganzen Fuß und nachher fehlt er dann, wenn das Krokodil aufkommt und zuschnappt. Also gucken wir mal wieder zurück, was wir noch Schönes haben heute. Und zwar, ja, den haben wir schon gesehen heute, aber ich habe hier noch was Schönes. Moment. So. Muss ich erstmal ein paar Klicks machen, dass der Mirko auch wieder was sieht, was wir hier machen. So. Sehr schön. Sehr Sehr schön, schön, sehr Pascal. schön. Und jetzt können wir mal wieder zu unserem Konto gleich zurückkommen, dass wir hier mal wieder einen kleinen Einblick kriegen, wo wir denn aktuell stehen. Zur Erinnerung, wir hatten nämlich letzte Woche, ich blende das gerade nochmal ein, dass wir das hier für alle sehen. Wir hatten ja letzte Woche unseren Nikola-Trade, wo wir gesagt haben, wir versuchen hier eine Arbitrage zu machen, eine sehr, sehr seltene Situation zwischen dem Warrant und der Aktie. Also wir sozusagen versuchen, in der Aktie short zu sein, indem wir das über kurz laufende Puts umsetzen und kaufen den Warrant. Sah auch ganz gut aus, hätte auch alles funktioniert soweit, wenn da nicht eben die SEC wäre, die sich halt endlos Zeit lässt aktuell und halt immer noch nicht die Freigabe erteilt hat für das S1-Filing. Heißt, dass eben die Altaktionäre zum einen ihre Aktien verkaufen dürfen und dass Nikola in der Lage ist, Aktien auszugeben für die Warrants. Auch dafür brauchen sie eine SEC-Genehmigung, die aktuell halt einfach noch nicht vorliegt. Und deshalb
kann man die Warrants zwar ausüben und kann es quasi dem Broker sagen, bitte liefer mir dafür Aktien, aber Nikola selbst darf eben die noch nicht einlösen und dafür eben Aktien zuteilen. Und das ist der Grund, warum sich hier einfach noch nichts getan hat, beziehungsweise wir natürlich handeln mussten, weil natürlich morgen die Puts ausgelaufen wären. Wir hatten ja sehr kurz laufende Puts. Ich zeige die gerade nochmal im Handelsprotokoll, sehen wir nämlich den einen Trade, den wir schon gemacht haben. Wir hatten ja hier 62er Puts, die wir also am Geld gekauft hatten, für, ich weiß schon den Preis gar nicht mehr, aber wir haben sie auf jeden Fall verkauft für 18 Dollar. Eingekauft waren sie für irgendwas 9 noch was, wenn ich mich recht erinnere. Gell, irgendwie so um den Dreh rum, weißt du es noch mehr? Naja, müssten eigentlich 10 gewesen sein, oder 10. Weil wenn wir 839 Gewinn haben, müssten wir das nur abziehen. Oder? Ja, 79, irgendwas war es zwischen 9 und 10 Dollar. Ja, oder, ja, jedenfalls haben wir hier 840 Dollar plus realisiert, als wir den glattgestellt haben, verkauft haben und haben uns dann für einen länger laufenden im August entschieden, der auch einen tieferen Strike hat, nämlich 50. Der hat natürlich dann auch etwas mehr gekostet aufgrund der längeren Laufzeit, nämlich 18,85 Dollar. Hat natürlich dann auch weniger inneren Wert gehabt und mehr Zeitwert, aber wir waren einfach der Meinung, die Nikola-Aktie ist schon stark zurückgelaufen gewesen. Wir gucken uns gleich mal den Chart noch dazu an. Und haben deshalb gesagt, da könnte es nochmal einen Schlag nach oben geben, wenn jetzt ein paar Leerverkäufer gezwungen sind, vielleicht einzudecken mit einem Squeeze. Und genau das ist natürlich passiert. Ja, wir sind runtergelaufen gewesen bis auf 40 Dollar und dann hat es genau gedreht. Heute sind wir nochmal knapp unter die 60 Dollar Marke, sogar drüber 60,90 Dollar. Ich persönlich wollte ja noch einen Short eröffnen bei 60, ging mal wieder nicht, waren wieder keine Stücke zum Leerverkauf da. Wir waren schon tiefer heute, haben uns wieder ein bisschen berappelt, aber stehen immer noch knapp unter der 60 Dollar Marke, weil wir haben es ja im Video schon gezeigt gehabt, der liebe Trevor, der Vorstand von Nikola, hat ja plötzlich auf Twitter einen Truck präsentiert, von dem anscheinend keiner gewusst hat oder was auch immer, warum alle plötzlich begeistert waren, dass da Rauch rauskommt, beziehungsweise eigentlich ist es ja nur Wasserdampf, sprich also, dass dieses Ding funktioniert und fährt, was er auch am nächsten Tag dann demonstriert hat mit einem weiteren Video. Ja, ein bisschen dilettantisch aufgenommen, wie der Mirko gesagt hat. Aber also ich habe es nur bis zur Hälfte geschaut, weil dann ist mir schwindelig geworden. Und ich bin das Wochenende mal auf dem Boot. Ne? Also mich stört das normalerweise nicht. Ja, die Aktionäre scheint es auch nicht zu stören. Jedenfalls haben sie die Aktie wieder massiv hochgekauft. Wenn wir uns das mal anschauen, wir hatten ja hier einen Wertverfall von an die 60%. Und dann sind wir vom Tief zum Hoch wieder 50% ins Plus gelaufen. Also verrückt, welche Bewegung hier in der Aktie ist. Die Volatilität ist zwar ein bisschen zurückgekommen, gewesen, als es hier nach oben ging, aber ist jetzt auch schon wieder angestiegen. Also bleibt weiterhin auf einem hohen Niveau, solange dieses Filing von der SEC einfach nicht durch ist, also damit die Freigabe nicht erteilt ist, dass Altaktionäre ihre Aktienbestände halt verkaufen dürfen. Und deshalb haben wir uns, wie gesagt, entschieden, erstmal zu rollen auf den 50er Put im August, dass wir ein kleineres Tether haben, also dass wir weniger Zeitwert verlieren, hier knapp 11 Cent am Tag, die wir hier verlieren. Allerdings wollen wir den natürlich auch nicht bis August halten. Wir erwarten, dass das S1-Filing Mitte bis spätestens Ende Juli kommt. Wenn dann nichts ist, dann müsste diese Position spätestens geschlossen werden, weil sonst wird auch hier der Zeitwertverfall zu groß. Ich habe sogar zu Mirko gesagt, lass überlegen, wenn dieser Hype jetzt mal nochmal kurz aufleuchtet. Wir haben es ja jetzt 2 Tage gesehen bis an die 60-Dollar-Marke. Das war auch so eine Zielmarke, die ich für mich gesetzt hatte. Deshalb wollte ich die Aktie da ja nochmal leer verkaufen. Könnten wir auch die Warrants einfach rauswerfen zum Einstandspreis bei um die 30, 32 Dollar vielleicht. Dann macht man hier keinen großen Verlust, denn wir haben ja bereits 840 Dollar realisiert an Profit. Jetzt sind wir hier knapp 1030 im Minus. Heißt also, summa summarum haben wir hier entsprechend noch knapp 200 Dollar, die wir so hinten liegen. Ja? Was natürlich daran liegt, dass wir hier Zeitwert verlieren, jeder Tag, den nichts passiert. Wir sind aktuell abgesichert, wie gesagt, aber natürlich nicht perfekt, weil natürlich, solange die Aktie nach oben geht und der Warrant nicht mitzieht, bringt uns das erstmal nichts. Wir haben jetzt wieder eine sehr breite Arbitrage eigentlich zwischen beiden. Die Aktie steht bei knapp 60 und der Warrant steht bei lediglich, war der letzte Kurs? Ja, 27, 28. Also 30 Dollar Differenz wieder zwischen beiden. Wobei man natürlich die 11,50 hier noch dazu rechnen muss. Also sind es ein bisschen weniger als 20 Dollar. Aber trotzdem ist es immer noch ein sehr breiter Spread zwischen dem Warrant und der Aktie selbst, was einfach darauf hindeutet, dass die Warrant-Eigner eben der Meinung sind, dass die Aktie sehr wahrscheinlich in der Zukunft runterkommen muss. Sonst würden sie ja definitiv mehr bezahlen für den Warrant, als das eben aktuell der Fall ist.
Und ja, es bleibt halt einfach abzuwarten, weil man nicht weiß, wann ist dieses Datum, wann die SEC das Ganze freigibt. Und wenn es halt gar nicht passiert, dann müssen wir uns halt hier verabschieden. Und die Idee war halt einfach zu sagen, okay, wenn es aufgeht, kann man auch einfach den Warrant nochmal Break-Even raushauen, nur den Put behalten, darauf setzen, dass es wieder runterschlägt, auch wenn da das S1-Filing kommt oder auch ohne. Wir haben es ja jetzt schon gesehen, wie schnell das Ganze abwärts gehen kann. Binnen 3 Tagen sind wir ja hier von 60 bis auf 40 gefallen, was ja knapp 40% sind. Und die Volatilität ist auch anders, als wir es erwartet hatten, hier eben nicht gefallen, sondern gestiegen, Mirko. Was ja vielleicht Ja. hier auch daran liegt, dass eben weitere Unsicherheit da war, weil das S1-Filing eben noch gar nicht vorhanden war, also die Freigabe noch nicht vorhanden war von der SEC und deshalb eben auch keine Volatilität rausgehen konnte aus dem Titel, im Gegenteil eben reingegangen ist, was uns aber genutzt hat, weil wir ja dann den Put zu einem relativ hohen Preis haben verkaufen können, allerdings natürlich auch viel bezahlen mussten für den neuen Put, der eben länger laufend ist im August, ja. Genau, so ist die aktuelle Situation, was Nikola betrifft. Hier hat sich nichts getan bei Penn, die hat sich ja fast schon verabschiedet ins wertlose Niveau, die ist jetzt noch 8 Dollar wert, aber damit haben wir ja gerechnet, da wird wahrscheinlich auch nichts mehr groß passieren die nächsten 8 Tage. Aber bevor man jetzt da versucht, da nochmal ein bisschen was zu realisieren und 8 Dollar rauszuholen, kann man die auch einfach jetzt hier auslaufen lassen. In Ford sind wir jetzt ein bisschen weggekommen von der 6-Dollar-Marke, haben wir es tatsächlich geschafft, trotz der relativ stabilen oder starken Märkte hat sich Ford nach unten verabschiedet. Allerdings nicht so schnell und so stark, wie wir es uns halt erhofft hatten, weshalb hier sich natürlich auch nichts getan hat. Also wir sehen, wir sind noch weit weg von unseren Strikes mit den 4,50 und 5. Und deshalb ja, wird sich hier noch nichts tun, beziehungsweise in den letzten 8 Tagen wahrscheinlich auch nicht mehr tun. Man könnte sogar hier überlegen, die Position einfach glattzustellen. Klar, man würde jetzt hier dann 13 Dollar verlieren und kriegt das Ganze nicht mehr Break-Even zu, wie wenn man es wertlos verfallen lässt. Aber man hat auch nicht dieses Risiko, dann doch noch in der letzten Woche in diese Falle zu tappen, zwischen 4,50 und 5 zu landen, wo man ja in diese bereits erläuterte Jauchegrube eben fallen würde. Und deshalb haben wir hier bei Ford noch die Möglichkeit, diese Position entsprechend hier noch vorzeitig zu schließen, bevor wir in der letzten Woche halt dann riskieren, in diese Grube zwischen 4,50 und 5 reinzufallen. Ja, das sind die Positionen, die wir aktuell haben. Die Margin-Auslastung ist bei knapp 68%, 32% Cushion haben wir noch. Ist alles noch im Lot soweit. Auch wenn die Auslastung gerade relativ hoch ist, was eben darin liegt, dass wir natürlich relativ viel Margin für die Nikola-Position brauchen. Und deshalb auch vielleicht hier habt ihr es gemerkt, habe ich Euros in Dollars getauscht, nämlich 6.000 Euros in Dollars. Einfach nur, damit wir hier keinen negativen Dollarbestand haben und darauf Zinsen zahlen. Klar kostet die Transaktion dann 2 Euro Gebühren, aber das ist es eben wert, dann hier keine Zinsen drauf zahlen zu müssen auf den negativen Dollarbestand. Und deshalb hier einfach einen normalen Währungstausch vollzogen. Und ja, wenn dieser Warrant dann verkauft ist, werden diese Dollars natürlich auch wieder frei werden und man kann sie auch wieder zurücktauschen. Soweit der aktuelle Stand. Was wir auf jeden Fall noch mit euch uns anschauen wollten heute, sind natürlich die Hype-Titel, die wir ja auch in unserem Video letztens besprochen haben. Und zwar haben wir hier ja einmal über NIO zum Beispiel gesprochen, die ja wirklich explodiert sind. Selbst gestern nochmal ist die Aktie ja sowas von abgegangen. Und zwar bis auf über 15 Dollar rauf, nur um dann nochmal runterzulaufen auf 12 Dollar. Heute springt sie wieder rauf auf 14,50. Also ein richtiger Highflyer, ist auch der Liebling bei Robinhood. Das sieht man ja über die Seite Robintrack. Die Volatilität exorbitante 200%. Ich habe es geschafft, gestern einen 27er Call zu verkaufen für 2,20 Dollar im August. Das müssen wir uns mal anschauen im Option Trader, weil es wirklich verrückt ist, was da abgeht. Ich mache es mal ein bisschen größer für euch, dass ihr den ganzen Bildschirm seht, dass man hier sieht, was da wirklich los ist. Also hier sehen wir, die 20er Calls kosten heute bereits 2,50 Dollar und die 27er Calls immerhin noch 1,50 Dollar, 1,60 Dollar rum. Also die habe ich gestern für 2,20 verkaufen können, als wir da über 15 Dollar standen. Ist natürlich, sage ich mal, eine riskante Sache, weil die Aktie natürlich auch noch auf 20 gehen kann oder noch höher gehen kann. Allerdings muss man halt auch immer sehen, das Delta ist hier bei 31. Also welche Erwartung haben die Marktteilnehmer, dass die Aktie hier noch binnen 43 Tagen halt hinlegt? Ist natürlich riesig. Das heißt, sollte die Aktie zurückkommen, profitiert man halt auch
auch relativ schnell davon, dass der ein Kursrückgang ist, weil man hier ein relativ großes Delta entsprechend hat und natürlich extrem viel Zeitwert, den man hier verkauft hat, der sich täglich auch abbaut, was man an dem großen Tether sieht, von annähernd 5 Cent am Tag, beziehungsweise eben 5 Dollar am Tag, die man hier verdient, wenn sich einfach nichts tut mit der Aktie. Was ich natürlich auch für sehr unwahrscheinlich halte, aber trotzdem ist es natürlich verrückt. Oh, mein Sohn ist nicht so zufrieden, dass er gerade baden musste wahrscheinlich, hört man im Hintergrund. Aber ja, Fakt ist einfach, man kriegt hier sehr schöne Prämien, kann hier sehr schöne Sachen machen. Da war auch schon die Frage unter einem unserer letzten Videos, was wir gepostet haben im Discord, wollt ihr nicht was mit NIO machen? Müssen wir auf jeden Fall auf dem Schirm behalten, weil ich habe es auf meinem Konto auf jeden Fall schon was umgesetzt hier. Und auch Tesla finde ich ziemlich interessant, ist natürlich schwierig auf so einem kleinen Konto. Aber guckt euch mal die Prämien an, ja, für alle, die ein paar größere Konten haben und auch Spreads bauen können. Weil mit den Spreads kann man ja die Margen deutlich reduzieren. Wenn wir uns hier mal im August anschauen, also ich habe vor ein paar Tagen noch den 1700er Call gehabt und der ist förmlich auch explodiert. Der war sogar zuletzt über 100 Dollar im Preis, den ich hier gesehen habe. Hat natürlich auch ein relativ hohes Delta inzwischen durch die angestiegene Volatilität. Aber jetzt guck mal her, wenn wir an die erste Standardabweichung gehen, dann sind wir bei ungefähr 2000 Dollar Strike, ja. Also das ist natürlich schon eine krasse Entfernung, ja. Aber das sind Delta 17,8. Und dafür kriegt man immer noch 38 Dollar Prämie, ja, für 43 Tage Laufzeit. Das ist natürlich trotzdem eine Riesenentwicklung, weil die Tesla-Aktie, die hält sich jetzt immer noch um die 1400 Dollar. Diese Marke will die Aktie anscheinend irgendwie nicht aufgeben. Aber das wäre ja eine Kursentwicklung von 42%, die die Aktie in 43 Tagen hinlegen müsste. Ja. Ist möglich. Ist möglich. Ist möglich. Ist möglich, aber ist die Frage, bei so einer Bewertung als wertvollster Autokonzern der Welt mit über 260 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung, ist halt die Frage, wie realistisch ist es noch? Sehen wir nochmal so eine Volkswagen-Sache wie 2008 oder eher nicht? Naja, jedenfalls, wenn man hier ein Spread baut, was ich heute auf einem der Konten gemacht habe, also ein 2000er Short Call und 2050er Long Call, kriegt man hier, ich habe heute, was waren es, 3,70 Dollar, 3,80 habe ich hier rausgekriegt. Also wirklich saftige Prämie für diesen Spread. Klar, es sind 50 Dollar Spread, aber die Frage ist halt, wie wahrscheinlich ist es, dass wir auf 2000 schießen und dann auf 2100 stehen oder was weiß ich, über 2050 halt, dass wir dieses maximale Risiko hätten. Dann managt man natürlich vorher die Position. Aber trotzdem hat man hier eben sein Risiko begrenzt, insbesondere wenn die Volatilität weiter anziehen sollte, weil man mit dem 2100er Long Call halt immer noch das Ganze ein bisschen puffern kann, falls die Aktie doch in den Squeeze rutscht und nach oben zieht, beziehungsweise eben die Volatilität ansteigt. Und wenn sie es nicht tut und die Vola eben zurückgeht, kann man auch relativ schnell hier seine 40-50% eben mitnehmen, weil einfach die Volatilität hier so exorbitant hoch ist. Wir sehen es, 88% hat die Augustlaufzeit hier als Volatilität eingepreist. Ist natürlich relativ hoch, selbst für eine Tesla-Aktie aktuell, was man hier kriegt. Ja, also wer es wagt, kann es sich daran probieren. Man kriegt auf jeden Fall attraktive Prämien in Tesla, selbst für die Spreads. Ich habe jetzt nicht ausprobiert, was hier die Margin wäre auf so einem kleinen Konto, ob es überhaupt möglich wäre. Aber man kann es ja mal kurz probieren, um es mal zu zeigen. Also 2000er Short, 2050er Long und dann kann man mal Margin-Performance-Profil machen. Dann sieht man ja klar, fürs kleine Konto geht es nicht. Aber für die 350 Dollar Prämieneinnahme hätte man 4400 Dollar an Margin zu hinterlegen. Und dafür, wie gesagt, dann trotzdem ein begrenztes Risiko in Höhe von 50 Dollar mal natürlich 100. Also wären es auch 5000 Dollar. Aber dafür ist das Ganze wirklich überschaubar, sage ich mal, weil man trotzdem so einen weiten Abstand hat, wo man vorher diese Kombination eben auch entsprechend managen könnte. Das nur als Idee zum Beispiel für diejenigen, die die größeren Konten handeln, wie Nils hier vorhin fragte oder wer was war das, Pino war das, mit dem 100.000er Konto, da kann man sowas natürlich deutlich leichter machen und auch mal eine höhere Margin für eine Position hier entsprechend gehen. Ja, Nikola haben wir schon besprochen. Workhorse ist natürlich auch ziemlich interessant als Hype-Titel, was da noch geht. Die sind jetzt zwar stark zurückgekommen, aber stehen bei der Robinhood-Liste eben immer noch weit oben in der Favoritengunst der Kleinanleger. Und natürlich auch die SHLL, also Tortoise Acquisition, die ja einen Reverse-Merger machen wollen, so wie die Nikolas ja auch gemacht hat. Mit Hylion oder wie auch immer man das Ganze ausspricht, um eben entsprechend hier dann an der Börse als Hylion zu firmieren, wie eben die Vector IQ dann eben entsprechend als Nikola firmiert jetzt.
Ja, auch hier sehen wir die Wertentwicklung sagenhafte 237%. Jetzt hat sich das Ganze ein bisschen beruhigt, aber die Volatilität ist weiterhin auf einem sehr, sehr hohen Level. Das werde ich mir also auch nochmal anschauen, ob man vielleicht in diesen Hype-Titeln auch was mit Optionen hinbekommt. Ist nicht überall möglich, glaube ich. Es gibt gar nicht auf alle Optionen. Vielleicht haben sie jetzt inzwischen sogar welche. Ja, SHLL gibt es auf jeden Fall welche. Haben sie rausgebracht auf Workhorse, muss man mal gucken. Aber ich glaube, auch da gibt es inzwischen liquide Optionen, weil natürlich klar die Hype-Titel auch entsprechend hier nachgefragt sind. Also kann man immer mal schauen, was sich da so ergibt. Man muss halt dann klarkommen mit einer hohen Volatilität und das abkönnen. Aber wenn man Spreads baut und seine Risiken begrenzt, sage ich mal, ist das Ganze auch handelbar, ja, selbst für kleinere Konten. Okay, ich gucke mal kurz auf die Fragen. Habt ihr mit dem 50er Put jetzt keine negative Bilanz, wenn ihr die mit den Warrants verrechnet? Fragt vierter Stock links. Ja, sicherlich. Wenn wir die jetzt komplett abschreiben würden und bis Verfall halten, dann natürlich auf jeden Fall, ja. Also es ist jetzt hier keine komplette Arbitrage, wenn ich jetzt hier die ganze, also sagen wir mal, die Aktie würde jetzt auf 100 oder 150 gehen und der ganze Zeitwert würde jetzt hier rausgehen, dann hätten wir natürlich hier keinen Arbitragegewinn mehr, das ist klar. Aber wir gehen ja davon aus, dass hier auf jeden Fall noch ein Zeitwert verbleibt, wenn wir diese Position glattstellen, was eben spätestens Ende Juli wäre, wo hier entsprechend noch 3 Wochen Restlaufzeit wären. Die läuft ja noch bis 21. August. Also haben wir hier noch 3 Wochen Restlaufzeit. Also sollte hier auf jeden Fall noch ein Zeitwert verbleiben, sofern jetzt nicht die Volatilität komplett zusammengebrochen ist. Aber wie wir halt hier gesehen haben, ist beim letzten Abverkauf entsprechend von der Nikola-Aktie die Volatilität ja auch angestiegen gewesen. Also kann man mal ausgehen, dass sie nicht komplett zusammenbrechen wird, sondern sich in einem Level um die 80 bis 150% hier halten wird. Also wird hier auch noch Zeitwert drinnen sein, selbst wenn die Aktie nach oben gehen sollte. Und ja, wir den Warrant halt hier jetzt demnächst loswerden sollten zu einem Einstandspreisniveau, gehe ich trotzdem davon aus, dass die Nikola-Aktie spätestens, wenn das Filing kommt, also freigegeben wird von der SEC, diese Aktie auch wieder runterkommen muss. Mindestens bis zu 40, eher wahrscheinlich Richtung 30 oder 20. Ich habe auf meinem privaten Konto ein paar Nikola Long Puts sogar erworben heute. Spekulative Position natürlich, aber ich kann es mal zeigen. Im August habe ich hier die 20er, hier ist er, 20er Puts heute für 1 Dollar bekommen. Jetzt stehen sie 1,05 auf 1,10 Dollar. Die habe ich also spekulativ einfach mal reingekauft. Nicht, weil ich glaube, dass die Aktie unter 20 stehen wird, aber allein wenn wir Richtung 40 oder 30 gehen sollten, dann wird hier auf jeden Fall der 20er Put im Wert deutlich gestiegen sein. Ich zeige euch mal kurz die Entwicklung, die wir hier hatten. Wir müssen mindestens auf 4 Stunden gehen, wenn wir uns einen Optionschart anschauen, dass wir was sehen. Die Entwicklung, als wir hier auf 40 gefallen sind, da hatten wir eben hier vor ein paar Tagen einen Stand von bis zu 2,20 $, ja. Natürlich kann ich jetzt nicht davon ausgehen, dass wir wieder auf 2,20 $ gehen, wenn wir wieder auf 40 fallen, weil ich nicht weiß, wo die Volatilität dann ist, beziehungsweise ab welchem Tag wir das erreichen und wie viel Zeitwert bis dahin eben schon verfallen ist. Aber ich kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass hier, sofern ich das jetzt nicht bis zum Verfall halte, ja, bis zum 21. August, kann ich davon ausgehen, dass ich hier auf jeden Fall noch irgendeinen Restwert zurückkriege, wenn ich die Position losschlage, beziehungsweise dass ich hier eine schöne Chance habe, wenn die Aktie nach unten geht, Richtung 40 oder 30 Dollar, dass ich hier einen Profit machen kann, auch wenn es, wie gesagt, eine Risikoposition ist, die ich auch bereit bin, komplett abzuschreiben, wenn die Aktie jetzt auf 100 oder 150 geht und ich hier entsprechend dann halt keinen Zeitwert mehr übrig hätte. Ja, noch eine Frage. Kannst du bitte mal live zeigen, welche Marktdaten ihr abonniert habt? Da es so viele verschiedene Varianten gibt, ist es bei CapTrader bzw. IB recht unübersichtlich. Haben wir sogar ein Video schon, haben wir mal in einem Marktgespräch gezeigt. Guckst du mal einfach auf unserem Kanal, da findest du das. Aber im Grunde genommen haben wir hier auf diesem Konto keine Marktdaten abonniert, weil wir hier ja Professional Marktstatus hätten. Das wären relativ teure Marktdaten. Deshalb haben wir uns hier ja entschlossen, keine Marktdaten zu abonnieren und dafür die Marktdaten von unseren privaten Konten zu nutzen, wo wir die abonniert haben. Und da haben wir die Marktdaten für alle Optionsbörsen bzw. Future-Börsen, die als Wafer eben vorhanden sind für, ich glaube, 10 Dollar im Monat, Mirko, ist es, gell? Und 10 oder 15 Dollar, ich weiß ja, es ich glaube auch 10 nicht. Dollar und dann zusätzlich noch für, ich glaube, 4,50 $ um den Dreh rum eine Gebühr, wo man dann halt nochmal die Optionspreise eben live hat. Wer noch die deutschen Optionspreise dazu braucht, ich glaube, das gibt es für um die 8 € noch was dazu, hat man auch die deutschen Optionsbörsen, brauchen wir aber nicht, weil wir die jetzt nicht so oft handeln. Deshalb kann man das dann auch spontan mal buchen für einen Monat, indem man es halt braucht. Bedenkt halt immer, wenn ihr das jetzt am 30. halt erst bucht, das Abo, wird es trotzdem für den kompletten Monat berechnet und am 1. des Folgemonats halt gleich wieder berechnet. Ja? Das ist dann halt immer manchmal ein bisschen blöd, wenn man das dann für ein, zwei Tage die volle Gebühr bezahlt. Aber mein Gott, je nach Kontogröße machen 8 Dollar jetzt auch den Braten nicht fett.
Also wer ganz sparsam unterwegs ist, ein sehr kleines Konto hat, der nimmt die CBOE One Abos, die kosten nur $1,50. Da hat man zumindest für die Aktien dann Live-Daten und ist da sehr, sehr sparsam unterwegs, wenn man sagt, ich komme gar nicht auf den Waiver, ich schaffe es nicht, $20 im Monat an Gebühren zu produzieren, um diese $10 erlassen zu bekommen. Der nimmt halt dieses günstige Abo für 1,50 und alle, die sagen, nee, das kann ich mir schon leisten, mein Konto ist auch groß genug, die nehmen den Waiver für $10, weil man eh auf den Gebührenumsatz kommt, selbst bei IB, und dann zusätzlich halt noch diese $4,50 oder was es denn für das Value Bundle, das dazu eben dann kommt. Genau, das zu gerade jetzt, Pascal, sorry, wenn ich dich in deinem Fluss unterbreche, gerade jetzt, wo die volatilen Zeiten da sind, macht man ja sowieso automatisch mehr Trades und da kriegt man diese Gebühr schneller rein oder die kommt man schneller mit seinen Gebühren so hoch, dass er eben die Gebühr dann erlassen wird. Also sollte jeder mal auf seinen Kontoauszug gucken, sollte mal schauen, okay, was habe ich derzeit an Gebühren gehabt, an Ordergebühren, und dann kann er sich das ausrechnen, was sich lohnt oder was sich lohnt. Ja, das sieht man ja relativ schnell, wenn man sich mal einen Kontoauszug für einen Monat generiert, was man da an Gebühren im Monat hatte. Und dann kann man sich ja ausrechnen, wie viel kriege ich von den $10 zurück. Man kriegt ja die auch anteilig zurück. Also man muss ja nicht die vollen $20 an Gebührenumsatz haben. Man kriegt die ja auch anteilig zurück für einen gewissen Gebührenumsatz. Also kann jeder sich selber überlegen, je nachdem, welche Kontogröße er hat. Aber da findet ihr auf jeden Fall das Video auf unserem Kanal, welche Marktdaten wir hier auf unseren privaten Konten abonniert haben. Ja, genau. Das war es zu den interessanten Titeln, die wir ja gestern schon in einem Sondervideo besprochen haben. Wenn euch da noch irgendwelche Titel auffallen, die ihr gerne besprochen haben wollt, dann schreibt uns das immer gerne unter die Videos oder hier unter die Aufzeichnung vom Marktgespräch. Da können wir auf jeden Fall auch nochmal was drüber machen. Ich denke, da werden sich noch einige interessante Titel auftun in nächster Zeit, Mirko. Ja, nee, ich denke schon, dass es... Zurzeit ist ja so eine richtige spannende Zeit für mich zumindest. Also ich finde das zurzeit, was hier abgeht, gerade die Tesla auf 1400 und die wollte gar nicht wieder runterkommen. Ja. Also es ist schon ein Träumchen. Und wenn man dann gleich noch bei Robin Trek schaut, was da eigentlich los ist, also welche Aktien dann so gehypt werden, dann ist das schon beeindruckend, vor allen Dingen bei Robin Hood. Gibt es auch Stücke von Aktien. Also man kann sich da auch eine Tesla oder eine Amazon leisten. Und ich finde das gigantisch. Mal gucken, wie lange die Party noch geht. Ja, zumal die halt einfach nicht shorten können. Die können nicht leer verkaufen mit den Robinhood-Accounts. Das heißt, wir wissen, die Leute, die hier die Aktien im Depot haben, die sind auf jeden Fall alle long in der Aktie, auch wenn sie nur einen Bruchteil davon haben. Und wir sehen halt, was deren Lieblinge sind. Und das sind halt einfach die Tech-Titel. Tesla, Amazon, NIO, die sind halt in den letzten 24 Stunden am meisten in die Depots gewandert. Ja, also wir sehen hier, wie viele Depots jetzt Zuwächse haben an diesen Aktien. Und da sieht man halt einfach, das sind halt einfach die großen Titel aus der Nasdaq. Und der Nasdaq heute, das wollte ich ja auch noch zeigen, der hat ja auch eine sehr interessante Bewegung heute wieder gemacht. Ja, wenn wir uns das mal anschauen, was da wieder los war. Erstmal abverkauft worden, wo man sich fragt, was ist da los? Warum verkaufen die denn plötzlich alle? Dass wir das noch hier rüberbringen. Und dann noch ein bisschen größer machen, dass wir es auch sehen. Machen wir hier in den 5-Minuten-Chart rein. Da sehen wir erstmal, wie der Abverkauf hier war. Ne? Also da wurde 1,8% runter abverkauft und jetzt sind wir wieder hochgestiegen, 2%, und haben alles wieder weggemacht. Also da haben wir wieder so ein V in Tagesformation hier, was man sogar sieht. Unglaublich, was da gelaufen ist. Und beim ES fand ich es eigentlich noch spannender, weil man da auch ein schönes Level hatte, wo ich noch gesagt habe, werden wir das jetzt punktgenau anlaufen. Und genau so ist es dann passiert im ES. Schauen wir uns mal den S&P hier an. Na, hier auf die andere Seite und das größer, dann sehen wir das auch noch mal sehr gut, wenn wir uns hier einfach mal die Tiefs anschauen, die wir hier hatten, ne? Also da war auf jeden Fall hier das Tief bei 3105 am 3.7., also am Freitag, und nachdem wir diese letzten Tiefs hier durchbrochen hatten, war eigentlich klar, okay, wir müssen auf eines der nächsten Unterstützungslevels zurückfallen, und das war einfach hier das Tief vom Freitag, das wir hier entsprechend hatten, bei 3105, ja, wo ja eigentlich der Feiertag war, der Börsenfeiertag war, aber die Futures natürlich trotzdem gehandelt worden sind, zumindest hier entsprechend bis 18 Uhr. Und da sehen wir, dieses Tief wurde fast punktgenau angelaufen, heute 3105,25, ja, hier war es Tief 3105,75, also unglaublich, wie genau der Markt es hier angelaufen hat und dann sofort in den anderen Aufwärtsmodus gedreht hat und nach oben gelaufen ist.
Also das zeigt halt immer, wie gut Charttechnik dann trotzdem funktioniert, auch wenn es viele als Kaffeesatzleserei eben abtun, ja. Und wenn ihr euch den Chart mal hier anschaut, dann seht ihr auch ganz deutlich, wir haben ein sehr ungewöhnliches Bild. Normalerweise ist es ja so, dass die Kurse schnell runtergehen und langsam hoch. Und jetzt haben wir uns zeigt das Bild, dass die Kurse schnell hochgehen, aber langsam runter. Und da könnt ihr euch eure Gedanken mal machen, was wohl da dahinter stecken könnte. Ja, also da ist halt wieder viel Geld im Markt, was halt einfach beide Dip sucht, ne? Und die kaufen halt einfach alles wieder hoch, was halt nur ein bisschen günstiger wieder geworden ist. Und Nasdaq macht quasi fast jeden Tag wieder neue Allzeithochs. Also einfach unglaublich, wenn wir uns das mal im längerfristigen Chart anschauen, ne? Gerade Tageschart beziehungsweise dann nachher Wochenchart, da sehen wir einfach jeden Tag ein neues Allzeithoch. Ich sage immer täglich grüßt das Murmeltier. Also ist einfach schon verrückt, was halt die letzten Wochen seit Mitte März in den Tech-Titeln gelaufen ist. Und wir haben es ja gerade gesehen bei Robin Track, wessen Favoriten halt diese Titel sind. Ja, man sagt halt klar, die sind nicht stark getroffen von Corona, weil die machen ja nichts Physisches. Hauptsächlich machen die ja digitale Produkte und die sind ja sowieso dann mehr gefragt. Aber naja, es muss ja nicht unbedingt sein, dass jetzt alles mehr Umsätze macht, nur weil Amazon halt ein so tolles Geschäftsmodell hat. Und Microsoft digitale Produkte vertreibt, heißt es ja nicht, dass jetzt alle immer weiter expandieren können und davon profitieren, ja. Gerade mal, wenn man sich die Bewertungsniveaus anschaut, ist es schon verrückt, was für manche Tech-Unternehmen jetzt hier bezahlt wird und wie viel mehr wir jetzt über Corona, vor Corona-Niveaus eigentlich stehen, weil wenn wir uns das mal anschauen, sind es halt einfach 10%, die wir über dem letzten Allzeithoch vom Februar schon stehen. Und das ist ja ein Index, das ist ja kein Einzeltitel, ja. Das ist ja also die Gesamtheit aller Tech-Titel, die im Nasdaq versammelt sind. Moment. Da ist das schon gigantisch, ne? Naja, aber wer treibt's denn? Wer treibt's denn Ja, die? hauptsächlich die Großen halt Und natürlich, klar. wenn du dann noch überlegst, dass das wirklich fünf, sechs Titel sind, die dort die Kurse bewegen und aber der breite Nasdaq halt eher seitlich wegspaudelt, dann Halleluja, oder? Ja, also gigantisch, was hier einfach abgeht in dem Markt. Und ich bin gespannt, wie lange das hält, weil es ist halt einfach definitiv eine Blase. Die Frage ist halt nur, wie weit geht sie, bis sie platzt, ja. Das ist wie das Spiel mit dem Luftballon aufblasen. Du weißt halt nie, wie viel er verträgt, ja. Du kannst es ungefähr abschätzen, weil du weißt, der letzte ist dann und dann geplatzt. Wenn man es halt vergleicht mit der Dotcom-Blase im Jahr 2000, dann ist es halt trotzdem schwer zu sagen, wir sind wieder auf den ähnlichen Bewertungsniveaus. Eigentlich müsste irgendwann mal die Luft abgelassen werden. Heißt halt aber nicht, dass dieser Ballon diesmal noch ein bisschen mehr aufgeblasen werden kann, bevor halt dann die Luft schlagartig abgelassen wird oder der Ballon halt einfach reißt. Und das wird halt passieren, früher oder später. Die Frage ist halt nur, wann bzw. wie weit er vorher noch aufgepustet werden kann. Und das ist diese. Kann es immer auch so eine Ja, diese Ungewissheit, mit der müssen wir halt leben. Und dafür wird man ja bezahlt mit Rendite an der Börse, nämlich nicht für das Übernehmen von Sicherheiten, sondern für das Übernehmen von Risiko. Ja, vielleicht sehen wir natürlich auch noch so eine Parabel, die nach links gerichtet ist. Also das war halt wirklich nochmal So eine so einen Trump-Welle? richtigen, ja, so eine richtige Trampwelle, aber nach links. Also Rückwärts in den wird Chart rein. wer echt der Oberhammer? Also ich denke, ja, ist halt die Frage, wie lange ist noch Geld da, ne? Und die Großen sind, ich glaube, die Großen sind nicht dabei. Also die würden abgesichert in die Märkte gehen. Und ich sehe es nicht. Also ich sehe nicht die Großen, dass die halt hergehen und bauen hier Positionen auf. Wahnsinn. Ja, einfach verrückt. Also ich bin gespannt, was sich da noch tut. Wir werden auf jeden Fall weiterhin dranbleiben an den Hype-Titeln beziehungsweise hier an unser Nikola und am Warrant. Also seid gespannt, was sich da bis zur nächsten Woche getan hat, denn ich bin mir sicher, dass hier nochmal der ein oder andere Squeeze kommen wird. Vielleicht nach oben, dann werden wir es nutzen, um unseren Warrant loszuschlagen, wenn entsprechend hier jetzt nicht die SEC-Freigabe kommt und dann eben darauf setzen, dass auf jeden Fall spätestens wenn die SEC-Freigabe kommt, der Kurs wieder zusammenbricht und wir ja in dem Bereich von 30 bis 40 Dollar wahrscheinlich diese Long-Put-Position mit dem 50er Put dann auch wieder mit vielleicht einem kleinen Profit noch glattstellen können, sodass uns im Endeffekt also diese 800 Dollar dann verbleiben können, die wir ja bereits vereinnahmt haben. Das sollte so das Ziel sein. Dann haben wir sogar ein bisschen mehr eingenommen als das, was wir mit unserem Arbitrage-Trade geplant haben. Auch wenn er nicht ganz so gelaufen ist, wie es geplant war, klar. Aber das ist halt die Unsicherheit, die eben hier bestehen bleibt, wann die SEC diese Freigabe erteilt. Das kann halt keiner wissen, wenn er nicht ein Insider ist.
Genau, und die Leihgebühren sind immer noch sehr hoch, ne? Bei Nikola, hast du das gesehen, wie hoch Ja. die jetzt letztens waren? Waren wir Ich glaube, kurzfristig 950, ne? aktuell, ja, aber wir 950. waren sogar mal an einem Tag über 1000% pro Jahr Leihgebühr, ja. Also abnormal, abnormal. Naja, aber es liegt halt daran, dass einfach zu wenige Aktien im Umlauf sind und das wird halt noch eine Weile so sein, bis entsprechend diese Freigabe von der SEC kommt. Und ein interessanter Titel ist auch Worthington Industries, denn die halten natürlich ein sehr großes Paket an Nikola-Aktien. Die haben damals, ich glaube, 2 Millionen Dollar reingesteckt in diese Kapitalerhöhung und deren Anteil ist jetzt natürlich über 1 Milliarde wert. Die Frage ist halt, ja, zu welchem Preis kommen die da raus? Angeblich haben die jetzt am letzten Freitag schon ein großes Paket an Aktien verkauft. Das hat dazu geführt, dass die Aktie auch heute ein bisschen nach oben geschossen ist. Allerdings hat die halt bei weitem nicht so profitiert, wie das beispielsweise die Nikola-Aktie halt getan hat. Also klar, die ist auch nach oben gekommen, wurde dann aber wieder stark abverkauft und dümpelt jetzt eher seitwärts. Also eigentlich soll die vom fundamentalen Geschäft her relativ fair bewertet sein, wenn man halt in Betracht nimmt, dass die zum aktuellen Preis aus Nikola aussteigen könnten, dann sind die halt wirklich komplett unterbewertet, weil die natürlich die Aktien in der Bilanz zum Einstandspreis drin haben und nicht zu dem Wert, wo sie halt jetzt aktuell notieren. Aber da nehmen natürlich viele Marktteilnehmer auch vorweg, dass die sehr wahrscheinlich halt nicht zu dem Preis rauskommen werden und die heiße Luft schon wieder abgelassen ist, bis die halt ihr Aktienpaket auch komplett veräußern können. Deshalb, ja, die Aktie ist auch sicherlich ein heißes Eisen, wenn halt hier mal rauskommt, dass die ihre Aktienpakete losgeworden sind und man dann halt auch weiß, zu welchem Preis und wie viel Gewinn sie da eben realisiert haben. Weil eigentlich ist deren Geschäft mit Stahl relativ langweilig, sage ich mal. Aber die heiße Wette, die sie halt gemacht haben, ist halt die des Stahlverarbeiters, in dem Fall entsprechend Nikola, die das ja auch für ihre Trucks brauchen werden, sofern sie denn mal mehr als diesen einen Prototypen bauen. Ja, werde ich auf jeden Fall weiter auf dem Schirm haben. Ich persönlich habe in meinem Konto 40er Long Calls erworben, auch mit Laufzeit bis September in dem Fall hier sogar. Einfach um darauf zu setzen, dass hier vielleicht noch was passiert in die Richtung nach oben. Die Volatilität ist relativ angemessen, wenn ich das mal betrachten, so was hier in den letzten Wochen war. Und ja, heute sah es schon relativ gut aus, aber die Aktie ist dann trotzdem leider wieder direkt nach unten gefallen, nachdem sie mit einem Gap-Up eröffnet hatte, hat sie die Gewinne sofort wieder abgegeben, als auch die Nikola-Aktie sich wieder von der 60-Dollar-Marke entfernt hat. Aber bleibt auf jeden Fall weiter spannend, sollte man vielleicht auch mal auf der Watchliste behalten. Diesen Titel ist so ein bisschen ja, indirektes Investment wie über einen Warrant, nur dass man hier halt noch ein bisschen mehr Marge hat, sage ich mal, aber halt auch Ungewissheit, zu welchem Preis eben Worthington aus ihrem Nikola-Investment wieder rauskommt. Okay, ich würde sagen, Mirko, das soll es für heute gewesen sein. Wenn ihr euch noch interessiert, es kommt ja immer wieder das Thema, ja, was macht ihr denn mit eurem Depot im nächsten Jahr, wenn es um das Thema Versteuerung geht? Da haben wir noch ein interessantes Webinar für euch, was ihr euch schon mal vormerken könnt. Und zwar mit Johann Köber am 2. August. Ich rufe gerade mal hier die Webseite gleich auf, dass ich euch das zeigen kann, wo ihr euch schon hier einen Platz sichern könnt, wenn ihr live dabei sein wollt. Und zwar geht es ja darum, dass wir diese neue Derivatesteuer haben im nächsten Jahr. Und da haben wir ein Webinar geplant mit dem Autor des Buchs Steuern, Steuern. Viele von euch werden das ja bereits kennen. Und er hat 5 Lösungen ausgearbeitet, wie man hier entsprechend davon ja vielleicht profitieren kann oder zumindest das vermeiden kann, dass man hier wie so ein normaler Privater entsprechend schlecht versteuert wird, wenn man halt weiterhin Strategien fährt wie Butterflies oder Multi-Leg-Strategien, die halt auch abgesichert eben sind, weil man damit ja auch hohe Verluste mit einem Leg immer produziert. Und wenn man über diese 10.000er Verlustgrenze kommt, kann man das plötzlich nicht mehr ansetzen, was ja völliger Schwachsinn ist eigentlich mit diesem Steuergesetz, sofern es dann wirklich so bestehen bleibt, wonach es halt aktuell aussieht. Und mit Johann Köber werden wir hier 5 Lösungen kennenlernen, wie eben auch Privatanleger hier das Ganze umschiffen können und für sich nutzen können, auch mit kleineren Konten. Also dafür muss man keinen 7-stelligen Betrag auf dem Konto haben, um das hier umzusetzen. Da gibt es auch noch ein E-Book dazu vom Johann, wo er das Ganze nochmal darlegen wird, ausformuliert und auch seine Präsentationsfolien gibt es dann da mit rein. Ja, ich weiß, manche hat schon gesagt, ja, das kostet ja 300 €. Ja, sicherlich, aber es ist ja auch wertvolles Wissen. Und wenn man sowas als Einzelberatung bei einem Steuerberater machen würde, dann würde das sicherlich einen 4-stelligen Betrag kosten, Minimum. Und das würde man sich wahrscheinlich nicht so einfach leisten können mit einem kleinen Konto. Deshalb sage ich mal, die 300 € sind sicherlich gut investiert, weil man halt auch einfach weitermachen kann mit dem Trading, weil viele ja sonst sagen,
sagen, ja, was mache ich dann? Muss ich ja aufhören oder muss mein Trading reduzieren? Das werden wir sicherlich nicht machen. Wir werden auf jeden Fall mindestens eine dieser Lösungen, die der Johann vorschlägt, anwenden im nächsten Jahr. Und wenn ihr da Interesse habt, wie gesagt, geht auf unsere Webseite. Wie ich verlinke es auch noch in der Aufzeichnung hier unter dem Marktgespräch. Schaut es euch einfach an, ob es euch was bringt. Ich bin mir sicher, dass das eigentlich jeder gebrauchen kann, der halbwegs im Optionshandel bestehen bleiben möchte, weil einfach die meisten sicherlich mal auch Verluste fahren werden, gerade bei abgesicherten Strategien, die wahrscheinlich über die 10.000 Euro hinausgehen. Und wenn man das dann nicht mehr anrechnen kann, macht halt bei vielen der Optionshandel für die meisten Strategien einfach keinen Sinn mehr. Und genau deshalb sollte man sich das Ganze halt einfach mal zu Gemüte führen. Wird auch, wie gesagt, aufgezeichnet, ist Lifetime zur Verfügung. Man darf auch seine Fragen schon vorher einreichen. Es geht 2 Stunden lang, 90 Minuten Präsentation. Also erstmal Darlegung der Situation, dann die Lösungsmöglichkeiten. Und am Ende haben wir nochmal 30 Minuten Fragerunde für Live-Fragen, beziehungsweise auch für Fragen, die vorher eingereicht sind. Falls jemand nicht live dabei sein kann, darf er natürlich gerne seine Frage auch vorher schon per E-Mail einreichen. Und jeder kriegt auf jeden Fall die Aufzeichnung im Nachgang. Genau, das wollte ich nur schon mal erwähnt haben. Wenn es der eigene Steuerberater überhaupt weiß, sagt Raphael. Ja, es ist genau so. Viele suchen ja überhaupt einen Steuerberater, der ihnen überhaupt die Kontoauszüge von Interactive Brokers auseinander nimmt und das richtig in der Steuererklärung eintragen kann. Das können ja auch die meisten schon nicht. Deshalb ist es natürlich umso wichtiger, dass man hier fürs nächste Jahr dann zumindest eine Strategie hat. Zumindest bis das Ganze zu Fall gebracht ist. Ich glaube ja immer noch daran, aber das wird wahrscheinlich trotzdem 3, 4 Jahre dauern, auch wenn da einige natürlich dran sind, dagegen zu klagen und jetzt schon vorzugehen, wird es seine Zeit einfach brauchen. Wir wissen, die Mühlen mahlen langsam und deshalb muss man für nächstes Jahr halt auf jeden Fall schon mal einen Plan haben und den wird uns der Johann am 2. August eben vorstellen oder mehrere Lösungen eben präsentieren. Genau, das wollte ich euch noch gesagt haben und damit würde ich euch auch dann für heute Abend entlassen in den Feierabend. Und wünsche euch dann noch einen schönen letzten Handelstag morgen. Und wir hören und sehen uns spätestens nächste Woche Donnerstag wieder. Ich denke mal, Mirko, wir werden vorher noch ein Video rausbringen zu einem Thema. Wenn ihr übrigens einen Themenwunsch habt, schreibt es uns gerne hier unter das Video. Wir greifen immer gerne auch eure Themenwünsche auf und bereiten das dann in einem Video auf. Und ansonsten würden wir uns natürlich freuen, wieder über einen Daumen hoch für unser Marktgespräch, wenn ihr was mitnehmen konntet, vielleicht eine kleine Anregung bekommen habt. Ihr wisst, Disclaimer, ja, nichts nachmachen, immer auf eigenes Risiko. Aber wenn es euch gefallen hat, natürlich Daumen hoch. Und wer es nicht getan hat, unbedingt Kanal abonnieren und Glocke aktivieren, denn bald haben wir die 1000 Abonnenten erreicht und ich hoffe, wir schaffen das noch bis zum August. Das ist unser großes Ziel. Also wenn ihr jemanden kennt, der unbedingt auch mehr über Optionshandel wissen sollte, teilt unseren Kanal, teilt unsere Videos und sagt denen, sie sollen unseren Kanal abonnieren, damit auch sie immer richtig schnell informiert sind, wenn wir wieder ein neues Video hochladen. Ja, Dankeschön fürs Zuschauen von meiner Seite und schönen Abend euch. Ja, in dem Sinne, ich wünsche euch natürlich auch noch eine wunderbare Handelswoche und ja, auf alle Fälle teilt diesen Kanal, weil ihr müsst ja dran denken, wir machen die Screens ohne Werbung. Also wir gehen jetzt nicht her und werben irgendwelche lustigen Zuhörer an und haben hier 15.000 oder 20.000 Abonnenten drauf auf diesen Kanal. Nein, wir machen das alles live und ohne viel Schnickschnack, also ohne gesponserte Beiträge und. Und das ist doch schön, wenn wir auch erfahren, ob wir euch vielleicht manchen Sachen helfen konnten. Das ist für uns immer wichtig, dass wir uns da halt entsprechend anpassen. Und auch wenn mal was nicht ganz unklar ist, ruhig unten in die Kommentare reinschreiben. Wir versuchen es aufzuklären und irgendwann hat das dann jeder so halbwegs verstanden. Und auch wir lernen ja dadurch, wie kommt es an, wo müssen wir vielleicht nochmal tiefer drauf eingehen. Und ich denke, das ist wichtig, damit man auch langfristig im Optionshandel, und wir machen das jetzt auch schon ein paar Jahre, bleiben kann. Genau. Also in dem Sinne, passt auf euer Geld auf. Es ist alles grün, aber seid vorsichtig. Viel Spaß noch. Tschüss.